Ja, guten Morgen, Frau Präsidentin. Meine Damen und Herren, das Infektionsschutzgesetz steht mal wieder auf der Tagesordnung. Ein schwieriges Thema, wenn man den Zensoren von YouTube und Co. entgehen möchte. Ich versuche es trotzdem mal. Es ist erst ein paar Stunden her, dass Herr Lauterbach, einer der größten Impflamisten in diesem Lande, hier von hier vorne ein wahres Horrorszenario an die Wand gemalt hat. Es war im Rahmen der Impfzwang-Debatte am gestrigen Tag. Ich habe die Debatte ja verfolgt, Herr Lauterbach. Sie haben eine knappe Minute gebraucht. Und in dieser knappen Minute, am Anfang Ihrer Rede, waren ein halbes Dutzend dantische Schreckensszenarien, die alle über uns hereinbrechen werden. Ich sage Ihnen voraus, kein einziges dieser Schreckensszenarien wird eintreffen, Herr Lauterbach. Sie sind ein Lügner von hier vorne gewesen, immer schon. Und Sie werden es auch bleiben. Und ich denke dran, an Ihre Aussage im Herbst 2021 mit Krokodilstränen haben Sie prognostiziert, bis März 2022 seien in Deutschland alle geimpft, genesen oder leider gestorben. Das lebende Beispiel, Herr Klabauterbach, steht hier vor Ihnen, weder geimpft noch genesen und auch noch nicht gestorben. Das mag jetzt daran liegen, dass noch nicht Ende März ist. Sie haben sich ja, was den März angeht, nicht festgelegt. Das mag auch vielleicht daran liegen, dass Sie großen Unsinn erzählt haben. Ich vermute mal Letzteres und erwarte von Ihnen, Herr Lauterbach, dass Sie sich bei den vielen Millionen Menschen, die Sie mit dieser Aussage in Angst und Panik versetzt haben, zumindest entschuldigen. Es sind nicht Millionen Menschen gestorben, die nicht geimpft sind. Und dann macht das die Sache auch nicht besser, dass der Herr Spahn, den habe ich irgendwo gesehen, ihn dabei sekundiert hat. Der Herr Spahn übrigens, der offenbar mit Gesundheitspolitik nichts mehr am Hut hat, der macht jetzt in Wirtschaft und Energie. Wahrscheinlich gibt es da die besseren Lobbyverträge, Herr Spahn. Also ein Verlust für die Gesundheitspolitik ist das nicht. Wenn ich mir diesen Impflamismus, Herr Lauterbach, von hier vorne anschaue, dann bin ich zu der Überzeugung gekommen, wir brauchen eigentlich eher ein Injektionsschutzgesetz als ein Infektionsschutzgesetz, wenn Sie weiter hier als Bundesminister arbeiten wollen. Also wir arbeiten daran, ein Injektionsschutzgesetz auf den Weg zu bringen, Herr Lauterbach. Wir reden heute auch über die Ausnahmevorschriften im Bereich der Geschäftsordnung. Der parlamentarische Ausnahmezustand soll ja fortgesetzt werden, obwohl die Pandemie weitestgehend vorbei ist. Der § 126a der Geschäftsordnung soll erst mal bis Juli verlängert werden. Sie haben sich bequem eingerichtet, was die Arbeit in den Ausschüssen angeht. Das kann man inzwischen zu Hause vom Sofa aus machen. Man kann sich zuschalten lassen und kriegt trotzdem die Anwesenheit bescheinigt. Wir sagen, weg damit, Freiheitstag, nicht nur in Deutschland, Freiheitstag auch im Deutschen Bundestag. Wir brauchen im Deutschen Bundestag genauso wenig wie in der gesamten Republik keine Ausnahmevorschriften mehr. Zurück zur Normalität. Das funktioniert nur mit der Freiheitspartei, nur mit der Alternative für Deutschland, nur mit der Fraktion der Alternative für Deutschland in diesem Bundestag. Deshalb lehnen wir die Verlängerung der Ausnahmevorschrift des § 126a der Geschäftsordnung ab. Und Herr Lauterbach, ich erwarte jetzt von Ihnen die Entschuldigung. Ist er gegangen? So zart beseitet, oder? Er flüchtet. Ich erwarte von Ihnen die Entschuldigung. Die können Sie auch gerne von da aus machen, Herr Lauterbach. Brandner. Und dann bin ich zufrieden. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Ich möchte einfach für uns alle, für die demokratischen Parteien, die hier sprechen, möchte ich sagen, wir wollen uns hier nicht als Lügner diffamieren lassen. Wir möchten das einfach nicht. Wir möchten uns nicht als Lügner diffamieren lassen. Streit in der Sache, jederzeit. Aber hier haben unterschiedliche Meinungen. Aber hier sprechen, was die demokratischen Parteien an, hier sprechen keine Lügner. Herr Brandner, Sie haben das Recht zu erwidern. Herr Lauterbach, ein Lügner ist in meinen Augen jemand, der mindestens einmal die Unwahrheit sagt, obwohl er die Wahrheit kennt. Herr Lauterbach, Sie erzählen uns seit 2 Jahren am laufenden Band die Unwahrheit, obwohl Sie die Wahrheit wahrscheinlich kennen. Also seien Sie froh, dass ich Sie lediglich als Lügner bezeichnet habe und nicht noch andere Wörter gewählt habe. Vielen Dank. So, dann haben wir das im Protokoll entsprechend vermerkt. Und wir fahren in der Debatte fort. Das Wort hat die Kollegin Christine Aschenberg-Dugnus für die FDP-Fraktion.